Tanzen ist Leben. Unter diesem Motto gaben am Donnerstag Vertreter aller vier großen Chemnitzer Tanzschulen auf dem Markt ihr Bestes. Der öffentliche Auftritt hat einen ernsten Hintergrund. Seit dem 16. März sind wegen der Corona-Krise alle Tanzschulen behördlich geschlossen. Doch während die aktuellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen in fast allen anderen Bereichen greifen, fühlen sich die Tanzschulen an den Rand gedrängt. Ja, sogar in einen Topf mit Bordellen geworfen. Und wir versuchen gemeinsam die Politik zu überzeugen, dass wir also zumindest in die Kategorie Musikschulen, Volkshochschulen eingestuft werden. Und dass wir also Platz genug haben, um Kurse durchzuführen, gerade mit Menschen, die sowieso unter einem Dach leben und sich kennen. Ja, und dass wir also auch dort alle Abstandsforderungen einhalten können. Für die Inhaber der Tanzschulen und ihrer Mitarbeiter geht es buchstäblich um die Existenz. Tanzschulen brauchen große Flächen, das bedeutet hohe Mieten. Außerdem mussten die Mitarbeiter der vier großen Chemnitzer Tanzschulen in Kurzarbeit null geschickt werden. Ein Zustand, den die Unternehmen nicht mehr lange durchhalten. Denn Tanzen ist nicht nur Lebensfreude. Tanzen ist noch viel mehr. Tanzen ist Leben, Tanzen ist Gesundheit und gerade auch in erster Linie ja in vielen Bereichen so nachgewiesenermaßen für die Gesunderhaltung des Körpers auch da, für die Lebensfreude. Und wir wollen im Prinzip heute den Leuten zeigen, dass es geht, dass man also auch in der Tanzschule tanzen kann im Moment. Wir können lüften, wir haben Klimaanlagen, wir haben also genügend Platz, es geht. Ob der Tanz mit 2 Zollstücken möglicherweise als neuer Corona-Style in die Annalen eingeht, man wird sehen. Den Leuten auf dem Markt hat die Aktion offensichtlich gefallen. Jetzt muss nur noch die Politik reagieren und die gesellschaftlich wichtige Arbeit der Tanzschulen wieder zulassen. Dass das auch unter Einhaltung der Corona-Regeln geht, haben die Chemnitzer Tanzlehrer bewiesen.